Du bist schrecklich. Ich weiß. Ach, Stürme machen doch keine Angst. Ich liebe Stürme. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Ich habe das Metronom gar nicht gehört. Clowns und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Was mir am allermeisten Angst macht? Der Typ. Was bisher geschah bei Until Dawn? Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein, shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben George, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Ja, nee, ist klar, nee. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. George, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Noch 9 Stunden bis zum Morgengrauen. Also ist nur noch die Verbindung von jedem Einzelnen. Ach, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Wer ist das? Aber es ist schön, was dich zu sehen. Chris, was ist mit ihm? Das ist Chris. Chris ist dieser College-Typ von dir. Ah ja. Yo, yo, yo! Steigt hier oben mal die Party, oder was? Klar, Mann. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Okay. Ah, ich glaube, wir sollen danach laufen. Yep. Ihr sucht ein Fenster, falls ich nicht bekommen habe. Der muss doch wissen, wo die Fenster in diesem Gebäude sind. Das gehört doch dem. Ja, stimmt. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Park herunterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja. Absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen?
als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Ne, hol's dir. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Ich hätte gerne jetzt dieses leckere Brot. Also, oh Mann. Wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, komm jetzt. Du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. Guck, da sind doch Fenster. Mhm. Ach, mal das letzte. Verdammt, geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Bist du nicht mal ohne dein Handy klar? Was? Wieso? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Hm? Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Mal ganz kurz, ich glaube, dass es keine Axt mehr in der Axthalterung ist, ist nicht so geil. Reicht, glaube ich, langsam, oder? Ja, das geht automatisch. Ach so. Wann Ende ist. Was ein unsicheres Gebäude. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Wow. War ich das? Ich glaube nicht. Hier, nimm das. Wow, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich... Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Okay. Halt mir das Feuerzeug bitte nicht in die Fresse. Danke. Oh, was ist das? Was? Nein. Ein Totem. Ja, ist das eins? Ich glaube schon. Okay, es gibt eine Möglichkeit, dass wir verbrennen, wie es aussieht. Verlusttotem. Nimm mal kurz. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totemfragment sagt, ein mögliches zukünftiges Ereignis, bla 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 bla. Braunverlust, der mögliche Verlust eines Freundes. Ah, eines Freundes. Ah, warte mal, stopp. Der Film. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Interessant. Okay, gibt's hier irgendwas? Ich weiß nicht. Da ist ein Durchgang, oder? Jawohl.
Hey, ich wollte das lesen, Mann. Ich hatte nur keinen Bock, die ganze Zeit R2 zu drücken. 5. Juni 1997. The Alberta Bugle. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pine zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Okay. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige Hure. Oder? Ja, ne? Ja. Und schwor, euch allen deinen beschissenen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Oh Gott, bitte lies nochmal vor. Was denn? Lies es nicht in so einer dramatischen Stimme vor. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohungen sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihre Familie zu beschützen. Dankeschön. Okay, sonst ist hier nichts irgendwie. Lauf nicht gegen die Tür, du Spack. Erstmal hier gucken. Okay, da passiert nichts. Gibt's ja wohl eine Tür? Hier ist wieder ein Durchgang. Ah, da ist eine Tür normalerweise. Oh. Okay, da scheint nichts zu sein. Da liegt einfach aus dem Bild raus. Geradeaus? Geradeaus? Da ist doch ein. Ach, es geht weiter. Ich dachte, das ist eine Tür so. Ich will da irgendwie nicht langlaufen. Alter, guck mal, da rechts ist so ein Bild. Oder so. Oh. Was denn? Guck doch mal das Bild an, oder? Geh einfach weiter. Ha! Echt cool. Familienporträt. Okay. Gleichzeitig spielen wir ein bisschen Detective. Anscheinend. Was ist hier los? Was war das denn? Vielleicht kommt bestimmt ein Jumpscare. Okay, schauen wir mal, was hier kommt. Und rein in die gute Stube. Ich hoffe, in dem Spiel sind nicht so viele Jumpscares. Ich finde, das versaut voll die Horrorspiele. Vielleicht gibt's ja gar keine. Na, eben war schon der erste. Der Fernblaster. Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Oh, Ende des Monats kommt auch ein Horrorspiel raus, fällt mir gerade ein. Was denn? Das, wie heißt das, Project Zero für die Wii U. Aber ich habe 30. Darauf freuen sich so viele. Echt?